Willkommen vor den Empfangsgeräten. Ich bin Mongons Jakob von den Frakta. Und ich bin in Line of Defense, All Aspect Warfare. Das ist ein im Moment noch Early Access MMO. Ich habe so die Vermutung, wenn ich so diesen Hintergrund anschaue, dass es ein Shooter-Genre ist, vielleicht ein Taktik-Shooter-Genre. So ein bisschen beeinflusst von Halo und ähnlichen Spielen, würde ich mal behaupten, einfach so von der Ausrüstung. Natürlich erinnert es mich gerade auch so ein bisschen an der Shepard, ja, also an Mass Effect, ja, von der Rüstung. Warum auch nicht? Ja, das sind stylische Rüstungen, ja, das ist beliebt, ein Haufen Kinder stehen da drauf, aber genau. Und im Moment ist es halt, wie gesagt, Early Access, deshalb kriegt man im Moment eigentlich nur Zugang, wenn man das kauft oder wenn man jetzt, wie ich, so ein freies Steam-Wochenende nutzt. Sobald das Spiel erschienen ist, soll es aber ein Free-to-Play-Titel werden, der sich eben durch bekannte Maßnahmen finanziert. So, dann wollen wir mal einen Charakter erschaffen. Ich habe keinen Schimmer, was der Unterschied zwischen Galcom und Insurgent ist. Mobile Infantry Marine, jawohl, das ist doch was. Seit Starship Troopers, ja, die mobile Infanterie, das muss sein. Wie sieht ein Female aus? Ja, nö. Passt doch viel besser zu Mongons Jakob. Wobei Mongons Jakob an sich als lateinische Bezeichnung für Mainz ja relativ geschlechtsneutral ist. So, the Terran Military Masters of the Skies, wobei das ja der Grund sein, warum man lieber Monty zu mir sagt. Das und vermutlich, weil die meisten Leute es nicht richtig aussprechen können. Warum auch immer. So, was Tactical, Infopad, Chatpack, Wingsuit, was auch immer, alles klar, Create Character. Mein Name ist, wird zurückgewiesen. Ach, das ist wieder sowas, die halten das wieder für einen schweinischen Begriff oder sowas. Unbekannte Bezeichnung könnte was Schweinisches sein, immer nicht. Oder Schimpfwort oder weiß der Geil was. Ist mir gerade alles irgendwie Rolle. Ah, interessant ist natürlich für mich gerade, dass das Spiel auch wieder ist, nicht rafft, dass auf meinem Gaming Notebook 2 Grafikchips sind und wieder einmal ich das nicht einstellen kann vernünftig, dass der auf die Nvidia zugreift, sondern erste Meinung so, wow, du entscheidest hier im Moment die CPU beigeordnete Grafik und dementsprechend gönnt er mir keinen DirectX 11, sondern nur das 9er. Dementsprechend sieht das Spiel vermutlich mit DirectX 11 auch besser aus. Ich nehme an, bis das Spiel released ist, werden sie da noch ein bisschen dran justieren, dass das Spiel das vielleicht auch eher erkennt. Also eingestellt ist es bei mir eigentlich, dass sobald eine 3D-Anwendung startet, automatisch in den Video zugegriffen wird. Also spätestens im Spiel sollte ich das ja die Einstellungen hochpushen können. In dem Fall ist halt das Problem, dass ich die Auswahl DirectX 11 oder 9 eben vor Spielstart treffen muss in den Optionen und im Spiel das nicht mehr ändern kann. In dem Spiel, im Spiel selbst kann ich nur so die Auflösung ändern oder ob es ja, ein paar Kleinigkeiten justieren. Aber diese Grundentscheidung, die muss ich vor Spielstart treffen und da erkennt er mir die andere Grafikkarte nicht an, also die richtige, und deshalb gönnt er mir das nicht. Er stürzt dann ab, wenn ich die 11er einstelle, macht das einen Abschluss, schmiert es ab, wenn ich die 9er einstelle, startet es. Also wenn ihr jetzt sagt, so, das ist jetzt grafisch, ist aber nicht so der Burner, es kann durchaus liegen, daran liegen, dass ich eben jetzt nicht mit dem aktuellen DirectX spielen kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, aber ich habe gedacht, ich erwähne es mal. Ich persönlich würde mir das auch nie wieder kaufen, diesen Bullshit mit den zwei Grafikchips drauf. Das mag in der Theorie toll sein, in der Praxis ist das scheiße. Sagen wir es, wie es ist scheiße. Alte Spiele raffen es nicht, aktuelle Spiele raffen es nicht. Für was ist es dann gut? Ja, die Idee mag ja witzig sein, in der Praxis ist es Bullshit. Werde ich mir nie wieder zulegen, sowas. Wobei ich so wahrscheinlich gegen Ende des Jahres wieder das auftrennen werde. Ich bin zwar weiterhin sehr viel unterwegs, aber ich werde jetzt nicht mehr, ich hab mittlerweile nicht mehr so viel Lust, einen 17 Zöller im Rucksack mit mir rumzuschleppen von Platz zu Platz. Ich werde mir jetzt wahrscheinlich irgendwie einen recht guten Tablet holen zum Arbeiten und daheim baue ich mir wieder einen großen Desktop-PC auf, einen richtigen High-End-Gaming-Desktop-PC, wo so eine Scheiße erst gar nicht gibt mit zwei Grafikchips. Da soll ruhig die richtige Grafikkarte rennen. Ja, sowas schaffe für ihr Geld. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, die entsprechend runter zu regeln. Beziehungsweise sie regelt sich selbst runter, je nachdem, welche Anwendung gerade läuft. Um halt Strom zu sparen.
Wobei, das ist halt immer lustig, wenn mir Leute erzählen, so, ich gebe jetzt irgendwie mal 3.000 € aus für einen High-End-Gaming-PC, aber es ist mir total wichtig, dass der nicht so viel Strom verbraucht. Alter, das ist wie wenn du sagst, du kaufst den Ferrari und achtest drauf, dass er irgendwie 5 Liter auf 100 Kilometer fährt. Das ist. Da beißt sich irgendwas. So, what? Ja, gehen wir dahin. Mehr ist halt Pumpe. Bin mal gespannt. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt, was ich gleich zu sehen bekomme. Ja, es wird der Tag kommen, wo ich mich vorher informiere, was für ein Spiel ich da eigentlich gerade starte. Bei den Klassikern, die ich schon ewig habe, da weiß ich ja meistens Bescheid, da kann ich euch immer irgendwas aus dem Nähkästchen erzählen, aber halt aktuelle Titel, die Early Access oder so. Also definitiv ist es DirectX 9. Das sieht garantiert im 11er besser aus. Schutzgeräusche? Das erinnert mich gerade so ein bisschen an die Multiplayer-Gefechte in, na, Star Wars, XCOM, The Old Republic, dem MMO. Da kann man doch auch PvP machen. Da erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen daran. Ich weiß nicht, halt nicht, gut, in dem Level-Design könnte ich auch in einem Unreal-Titel sein. Also das ist gerade irgendwie ein bisschen nervig. Ich mach mal den Master Volume. Das kommt mal raus. Die Bedienung ist weitgehend Standard, aber mit rechter Maustaste kann ich nicht reinzoomen. Weiß nicht, ob es das nicht gibt. Mal Leertaste springen, alles klar. Wie gesagt, ist halt noch früher Early Access. Schleppe ich jetzt die Bahre mit mir rum? Scheinbar. Okay, das scheint nicht zu jucken. Ah, ich habe einen Haufen Medikits aufgenommen. Also kann ich. Das ist interessant. Ich nehme an, dass es so ist, dass ich in jedem Squad Teammitglieder habe, die sich durch Aufnahme von Gegenständen quasi ausrüsten können. Das heißt, ich habe keine starre Einteilung in den Sunny, in den Ingenieur oder in den Schützen, sondern das kann man durch die Ausrüstung bestimmen. Würde ich jetzt einfach mal spontan behaupten, so würde ich es nicht jetzt machen als Entwickler, wenn ich sowieso schon die Möglichkeit habe, hier den Medipacks etc. zuzugeben. Dementsprechend sieht das dann auch aus und funktioniert das halt auch. So, jetzt hat er mich scheinbar aus dem Spiel gekickt. Dann gehen wir mal dahin. Ach so, genau. Dankeschön übrigens an die Entwickler für die sehr, sehr schnelle Antwort. Und mit der Erlaubnis, dass ich ein Let's Play dazu machen darf. Ich persönlich finde das immer toll, wenn man mir das erlaubt, auch wenn das Spiel noch Early Access ist. Weil ich ja, oder auch Alpha oder Beta-Phase, es gibt ja einen Haufen Firmen,
Da darf ich das nicht. Ich bin mittlerweile in, weiß gar nicht, 8 oder 9 Closed Betas und Alphas involviert. Wo ich natürlich auch immer Videos mache. Allerdings darf ich die euch nicht zeigen, weil ich dann natürlich unter die NDA fall, also die Schweigeverpflichtung. Und erst wenn das Spiel mal veröffentlicht ist, darf ich euch diese Videos auch zeigen. Ich persönlich finde das halt immer extrem spannend, mir anzuschauen, wie entwickelt sich das Spiel, was kommt dazu, was geht weg, wie wird das Feedback von der Community aufgenommen, was kann verbessert werden und wird das dann auch gemacht oder wie, also während so einer Entwicklung, so einer Testphase, also theoretisch sollte ja, wenn ein Spiel in die Alpha- oder Beta-Testphase kommt, das Basisspiel eigentlich stehen. Und jetzt wird nur noch Content und Stuff reingeballert. Aber ganz oft finden Spiele dann tatsächlich nochmal einen kompletten neuen Weg. Da wird nochmal ganz viel gemacht. Je nach Feedback. Wenn das Feedback extrem schlecht ist, der User, dann überlegt sich die Firma vermutlich oder sinnvollerweise in den meisten Fällen tatsächlich, dass sie das nochmal drehen. Aber jetzt frage ich mich, warum ich ewig in diesem Ladebildschirm hänge und nichts passiert. Also mein Computer rumort und rödelt und schafft irgendwas. Auch wenn das bei einem Notebook natürlich immer sehr dezent abläuft. Das ist nicht wie bei einem großen Desktop-PC, wo man manchmal den Eindruck hat, oh, da lebt was drin, da schlüpft gleich ein Troll vorn raus, wo es dann richtig rumpelt und knackt und rattert. Bei so einem Desktop, bei so einem Notebook ist das ja eher so ein dezentes, so ein bisschen, man wird mal ein bisschen lauter. Ja, das ist, erinnert mich immer an Terry Pratchett, generell erinnert mich sehr viel an Terry Pratchett, seit er gestorben ist. Da gibt es diesen Satz, er schwieg noch einmal, diesmal lauter. Oder er antwortet erneut mit einem Schweigen, diesmal lauter. Ich weiß, ich krieg's gerade nicht mehr ganz zusammen. Bei mir ist es immer so das Problem, ich habe Terry Pratchett sowohl auf Englisch wie auch auf Deutsch gelesen. Zumindest die meisten Bände. Und ich habe ja so ziemlich alles, was er geschrieben hat. Und das ist manchmal für mich schwierig in Erinnerung, wie hat er es auf Englisch geschrieben, wie wurde es ins Deutsche übersetzt und dann mache ich da manchmal ein bisschen Mischmasch oder Matsch drauf. So, und da bin ich wieder. Das Spiel ist gerade abgestürzt. Es hat mir gesagt, also die Fehlermeldung war, das Spiel hätte meinen Arbeitsspeicher überladen. Das finde ich extrem faszinierend bei 8 GB RAM. Okay, also scheinbar irgendwie killen kann man wohl schon. Ist das nicht der gleiche Nasebär, der mich vorhin gekillt hat? Ja, egal. Also offensichtlich ist das nur ein sehr früher Fall. Ist das Spiel nur in einem sehr frühen Status. Ist auch völlig okay. Ich finde die Entwicklung ziemlich interessant. Es ist offensichtlich, dass ich recht hatte. Es ist wohl ein Taktik-Shooter mit futuristischem Design. Ja. Als Free-to-Play-MMO wird es dann nicht so leicht haben. Da gibt es schon einige, die da in dem Bereich agieren. Aber ich denke, das hat definitiv Potenzial. Also auch eine gescheite Story drumherum weben. Genug Maps machen. So ein bisschen von den Waffen noch ein bisschen futuristischer werden. Wobei ich ja bis jetzt nicht viel gesehen habe, außer hier ist der Standard-Kniftel. Doch, also ich werde das mal beobachten. Und bei der nächsten mir bieten Gelegenheit natürlich wieder herkommen und euch Bericht erstatten. Ja. Ich finde es interessant, dass diese blauen Bögen, die da teilweise in Strukturen eingearbeitet sind, wenn man so ein bisschen unterwegs ist, also ich gehe mal raus, ich glaube, irgendwo da draußen sieht man es auch. Ah ja, da ist diese Struktur. Da sind so blaue Lichtbögen in eingearbeitet. Das erinnert mich gerade irgendwie so ein bisschen an Tron. Da ist ja der dritte Film im Zulauf, freue ich mich auch schon drauf. Ich habe die Tage gelesen, dass witzigerweise Tron 1 damals keinen Oscar für die Special Effects bekommen hat, weil die Akademie damals gesagt hat, die sind disqualifiziert von diesem Bereich bei den Oscars, die hätten ja beschissen, also weil sie Computer verwendet hätten dafür. Aus heutiger Sicht lacht man sich ja scheckig, aber für den Film selbst ist es natürlich tragisch, wenn man so einen Pionierfilm darstellt für ein bestimmtes Genre und dann quasi von Oscars ausgeschlossen wird in einem bestimmten Bereich, weil man eben da Pionier ist. Aber naja. Gut. Also, ich würde sagen, ist gut. Okay, Exit drücken mag das Spiel auch nicht. Er ist gerade wieder gecrashed. Also, wie gesagt, es ist noch eine sehr frühe Phase. Ich komme wieder her. Ich berichte euch von dem Spiel. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Nochmal Dankeschön an die Entwickler für die schnelle Antworten, für das Okay, dass ich das Spiel in der frühen Phase zeigen darf. Viele Entwickler wollen das ja nicht, habe ich ja gesagt. Die wollen halt sich nicht die Karte gucken lassen. So, also dann. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Macht's gut. Tschüss.